Hallo Leute, ja, wir hatten letztes Mal die Station alle ausgebaut. Dieses Mal wollen wir dann mal gucken, was so unsere Stationen denn so für Cargo haben, ne? So, da sehen wir hier ganz viel. Da wollen wir mal schauen, was wir da noch transportieren können oder nicht. Das machen wir dann am Logo. So, hier hatten wir wohl relativ stark ausgebaut, wie wir in dem Bahnhof sehen. Da liegt ganz viel am Lager, aber da müssen wir mal gucken, dass es auch weggebracht wird, oder? So, was haben wir denn? 290 Tonnen Rohöl ist das, ne? Ja, und das andere ist Öl. Jetzt müssen wir mal gucken, wer kommt und wer holt es ab. Müsste ja ein Zug hier sein, der hier gleich reinkommt, oder? Wo ist der Zug? Oh, hier ist irgendwas schon faul. Wo steht er denn? Nach links oder nach rechts? Ah, hier stehen mehrere. Ich sehe schon. Oh. Hier steht einer drin, der nicht raus kann. Der kann nicht weiter, weil hier vielleicht ein Signal noch besser hinkommt. Vielleicht hilft das dann. Vielleicht kann der dann weiterfahren und der Stau löst sich dadurch auf. Könnte sein, ne? Der fährt auf jeden Fall nach da weiter. Dann fährt der nach da weiter. Aber blockiert wieder. Aber hier fahren sie auf jeden Fall dann da weiter. Der fährt da weiter. Könnte sein, dass es das gebracht hat. Na, da steht schon Signal. Ja, der Stau hat sich auf jeden Fall aufgelöst. Für ein Signal. Ich hoffe, das war ausreichend dafür. Wir waren aber hier. Kommt da jetzt vielleicht dann auch ein Zug an noch? Das ist ah, da, nee, du nicht. Aber da sind Waren, die hier liegen, ne? Vielleicht kommt jetzt der Zug irgendwann. Okay, jetzt ist hier schon einer rausgefahren. Und da fährt einer rein, ne? Der hat auch Rohöl mit, das er wohl hoffentlich hier lässt. Ne, er fährt durch. Das erscheint mir jetzt nicht als praktikabel. Doch, der bringt das hier hin, oder? Oder? Ah, weiß ich nicht. Wir werden sehen, was er macht. Aber kann auch sein, dass er hier entlädt, weil hier ist ja eine Raffinerie dann wohl, ne? Ja. Aber er hat Neues geladen, glaube ich, oder? Hat er das dazu? Ne, ich glaube, er hat das hier abgeladen, damit die das hier verarbeiten können, ne? Steigert sich hier gerade im Lager. So, aber hier liegen immer noch 224. Das ist Eisenbahnlinie, okay. Das ist die zweite Zuglinie, okay. Und Linie 84 ist die dritte Zuglinie. Die macht Holz. Ich glaube, die kommt gerade vorbei, kann das sein? Was hat er denn geladen? Oh, Zahnräder. Sind die hier abgeladen worden? Ja, sieht so aus, weil hier oben liegen jetzt welche. Okay, das ist vielleicht alles gut. Was passiert mit dem Zug? Der hat jetzt hier Rohöl drin. Ja, ist schon spannend. Der fährt das jetzt weg. Wo fährt das hin? Geradeaus. Ja. Wie viele tausend Passagiere stehen hier? 38. Der fährt gerade durch mit Holz. Voll beladenem Holz. Das bringt er gerade hier hin irgendwo. Fahren wir gerade mit. Das bringt er hier hin. Entlädt das und lädt voll. Ah, nicht ganz, aber er hat es auf jeden Fall geladen. Okay, die produzieren daraus Zahnräder. Kommt der nächste Zug rein?
Der hat auch Holz. Der fährt aber leer weg. Okay, das kann aber richtig sein. Ja, hier fehlen. Was ist das? Stahl? Ja, Stahl fehlt da im Endeffekt. Wer ist das? Er ist das hier. Ist mit der Eisenbahn hingebracht? Ich glaube schon, oder? Ja, das könnte sein. Aber es ist gerade kein Zug da, ne? Da ist dieser Zug drauf. Wo fährt er lang? Aber nach da fährt gar keiner, ne? Wird das mit LKW da hingebracht? Sieht so aus. Das könnte ja auch mit Zug dahin gebracht werden eigentlich, ne? Macht das Sinn? Die sind 78 Jahre alt. Wo war das jetzt? Da. Ja, weiß ich nicht. Jetzt ist hier gerade wieder nichts auf Linie 70, ne? Obwohl 109 wird pro transportiert. Was bringt er jetzt hier gerade an? Kohle, Erz. Das fährt er woanders hin. Und die können jetzt produzieren hier, ne? Denen fehlt aber vor allem Kohle, dass sie produzieren können immer wieder. Na, jetzt machen sie hier was, ne? Hier steht das Stahl. Kohle ist aber noch da. Kommt wieder ein Erz-LKW, aber 18.000 hier, ne? Produktion steigt aber auch nicht so wirklich, ne? Weil wahrscheinlich hier da zu wenig Kohle ist, oder? Ja, hier wird natürlich was hingestellt. Gleich ist die Kohle alle, dann geht hier nichts mehr. Hier liegt Kohle, aber die ist jetzt weg. Produktion ist hier 400, Versand ist 400, das passt alles, ne? Da geht halt nicht mehr. Hier ist noch Linie 73, wo bringen die die Kohle hin? Okay, irgendwo anders. Lass uns doch nochmal bei dem Stahlwerk gerade gucken, wo wir da waren. Wo ist es jetzt? Gute Frage, ne? Hier war es. Wer liefert denen denn noch Kohle? Okay, das ist da. Das ist nicht weit weg in dem Sinne. Das wäre jetzt hier. Die Straße geht hier durch den Tunnel. Eisenbahn geht hier lang. Können wir mal nach den anderen gucken hier. Bofzen ist im Endeffekt ganz gut erschlossen. Ne? Es ist sogar eine Straße hin, aber es wird nichts abgeholt, oder? Sehe ich das falsch? Kein Transport. Die Straße haben wir schon mal hingebaut. Die Eisenbahn fährt nur bis nach hier. Wäre da schon zu ändern, ne? Fährt irgendwer das Zeug rüber? Nee, ne? Nicht wirklich, ne? Das
das Öl. Hier auf dem Zug das zu kriegen bei einer Bahnstation wäre hier. Kittelmannsmühle Zentrum. Das wäre von da nach da bringen. Der Zug fährt ja durch bis hier, ne? Hier gibt es dann LKW, die wohin fahren. Und die fahren hier in der Stadt und verteilen was, oder wie sehe ich das? Und die zweite Linie, die 85, die fährt nach hier. Macht die überhaupt noch Sinn? Das wird doch hier überhaupt nicht mehr. Ja, wird auch noch was gebracht, so ist nicht. Aber das geht doch hier mit. Linie verwalten. Linie 85. Ist die. Fahrzeuge auf der Linie, okay. Fahrzeuge verwalten. Alle verkaufen. Ja. Linie verwalten, Linie weg. Ja. Brauchen wir da gar nicht mehr, ne? Weil das Holz wird ja hier rüber gemacht. So, wir wollten aber Kohle haben, ne? Für dieses Werk hier. Weil das hat zu wenig Kohle. Wer ist denn da noch? Dörn, auch hier. Verlängen ist ganz weit weg. Und das zweite auch. Und das ist da. Das ist sogar das nächste hier, die beiden wahrscheinlich. Klästen da hinten und Klästen hier vorne. Wo ist die Eisenbahn? Da ist nicht. Hier. Aber die Linie, die fährt nach da, aber da bringt es jetzt nicht, das dahin zu machen, glaube. Die sind beide da und hier war auch noch einer. Das heißt, hier durch den Berg durch würde schon eine Linie sich ergeben, ne? Gleise. Das könnte ja noch ein Gleis hier neben sein, ne? Warte mal, lass mal gerade den hier noch erweitern. Plattform. Güterplattform. Hier hin. Und dann Gleise. Ja, doch, das muss noch so. So, und dann dieses Gleis weiterführen durch den Berg. Wo ist das Tunnelportal? Da. Da wäre schon hier das Tunnelportal. Kosten 2. Ach, das ist locker. Machen wir da erstmal hin. Lang. Da lang.
Warte mal, hier müssen wir einen Bahnhof bauen erstmal. Durchgangsbahnhof, ne? Zweigleisig. Da ist noch da eins. Drehen das Ganze. Länger. Länger machen geht auch. Zack, so dahin. Und wieder Gleise. Und da noch da. Passt. Und hier müssen wir noch einen Endbahnhof haben. So, zweigleisig 320 würde passen. Das würde passen. Und das heißt, Gleise wieder. Passt. Passt. Krümmung zu groß. Passt. Geht nicht. Auch nicht möglich. Ja, dann machen wir das so, ne? Muss das noch geändert werden? Nee, ich glaube nicht. Doch, machen wir. Gucken, was geht. Passt. Geht nix. Ne, das müssen wir nicht machen. Das ist ja von hier nach da, ne? Passt. Signale. So und so. So und so. Alles gut, oder? Hier gerade die Gleise erstmal so gebaut, dass es einfach hier nebenher geht ein Stück. Kriegen wir das hier so hin? Ja. Und geht das auch so rum? Nein. Passt. 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 Sag nicht, das geht da nicht dran.
ist jetzt wieder prima, ne? Zum Glück lädt's da, ey. So, dann machen wir hier noch ein Signal hin. So und so. So und so. Haben wir's. So, jetzt müssen wir nur irgendwo noch gucken, dass die Züge dahin können. Fällt mir gerade so ein, ne? Ah, da können wir wohl nicht rüber zum Tunnel, ne? Oh, das sieht ja hier auch ganz nett aus. Ein bisschen verbaut das Ganze, ne? Wo haben wir denn da eine Chance, das anzuschließen? Gar nirgendwo, ne? Wir müssen hier sowieso noch abzweigen. Passt. Passt. Steigung zu groß, okay. Die Kohlemine da rechts, okay. Bau das so. Da brauchen wir noch einen Bahnhof, einen Endbahnhof. Das passt irgendwie nicht. So passt es. Dann bauen wir das auch so. Gleise. Kommen von wo? Von da. Passt. Und passt. So kriegen wir das hier gekreuzt. Ja, kriegen wir gekreuzt. Dann ist das schon mal gut. Hier geht es überall lang. Hier müssen wir Signale noch auf jeden Fall hinstellen. Reicht.
So, und dann müssen wir noch ein Depot haben. Wo bauen wir das hin hier? Hier ist gut. Ach so, Gleise bauen wir noch. Passt. Dann können wir da noch eine Weiche umbauen. Dann müsste es gehen, dass die doppelte Weiche ist. Dann kann der rein raus. Dann sollte das funktionieren. Hätten wir hier auch machen können. Haben wir jetzt anders gebaut. Egal. Gut, Fahrzeug kaufen wäre dann angesagt. Und zwar dann diesen Zug hier mit Cargo. Dem hier. Also, warte, wir müssen den Zug natürlich auch kaufen. Mit Cargo. Den hier. Haben wir, ne? Gut. Zuglänge passt. Geld haben wir. Locker. Wir haben schon 2 Milliarden. Tatsächlich. Kontostand spielt also keine Rolle. Das ist eine neue Linie. Und die geht dann von da nach da nach da nach da und dann nach da. Und dann wieder nach hier. Gut. Sollte so funktionieren, oder? Wo ist der Zug? Hier. Krieg ich den auch gerade ausgewählt? Ah. Ich hätte gern diesen Zug gehabt. So. Und dann verfolgen wir den mal. Fährt hier schön durch den Berg, da rein. Und kriegt da schon mal erstmal nichts, ne? Das ist klar. Weil der fährt ja schon mal falsch, ne? Aber ist halt so. Oh, der Bahnhof ist auch nicht lang genug. Und gut, dass er nur einen Zug fährt, sehe ich gerade, weil der kann auch nicht mehr das Gleis da wechseln. Das ist natürlich schlecht, ne? Kommt er da überhaupt wieder hin? Ja, doch, aber er fährt immer auf der falschen Seite. Na, dann ist das erstmal so. Mal gucken, wie viel Kohle der jetzt kriegt. Können wir voll, ne, wir machen schon Vollgas, ne? Ja, da fährt er jetzt nämlich nach rechts wieder rüber. Und das liegt tatsächlich schon was. Nicht viel, aber ein bisschen, ne? 12 Tonnen. Speichert ab, okay. Ist dann die Frage, wenn der voll ist. Aber wir können ja gleich schon mal hier gucken, wie wir das hinbauen. Ob wir da was ändern können, das ist die Frage. Das können wir nur, indem wir hier jetzt diesen Bahnhof umbauen, wenn es denn überhaupt geht. Okay, das würde erstmal gehen. Okay, Plattform. So, das würde dann uns das bringen, dass auf jeden Fall fährt er jetzt auf dem richtigen Gleis.
Ja, das hat auf jeden Fall schon mal so gereicht, dass er jetzt richtig reinfährt. Gut. Das bedeutet, wo ist er jetzt? Da. Nochmal verfolgen. Oh, wir sind schon bei einer ganz langen Zeit hier. Jetzt fährt er hier hin und da liegt einiges auch, aber nicht so wirklich viel, ne? Ja, es wird produziert auf jeden Fall, ne? Aber doppelt so viel wie vorhin bei den 12 hier. Da liegen jetzt 18. Und hier, oh, da liegt schon viel. Die haben schon richtig angeschoben. Ich glaube, da ist ordentlich was. Das heißt auch, dass wir hier konfigurieren müssen. Und da können wir gleich schon Gütergebäude hinzumachen, weil dabei was abwandert. So, wandert da noch was ab oder geht's jetzt schon? Jetzt geht's wohl schon erstmal. Ich weiß aber nicht, wie viel Lagerfläche der hat. 109 zusätzlich. Okay, das sieht so aus, als ob das dann vielleicht reichen könnte, ne? So. Wo ist unser Zug da? So, der fährt jetzt das erste Mal, glaube ich, richtig Kohle holen, oder? 480 könnte sein, dass er sogar schon da ist. Zustand ist sehr schlecht. Mal gucken, ob er voll wird. Passt er überhaupt rein? Ja. Und der ist voll. Und jetzt liegen am Bahnhof noch 39. Ist schon mal was. Wie sieht es auf der anderen Seite am Berg aus? Ja, hier sind nur 40. Ja. Das ist immer wieder nichts, ne? Also der da oben funktioniert, der Rest funktioniert nicht. Warum produziert der jetzt so viel und die anderen nicht? Keiner weiß es, ne? Produktion 400. Produktion 400. Auch 400. Tja. Naja, okay. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich für Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Abo macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an. Kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.